Hey, Leo hier. In einem Bundesland studieren und in einem anderen Bundesland das REF ableisten? Geht das? Ja klar, wenn ein paar Bedingungen erfüllt sind. Um welche es sich dabei handelt, erklären in diesem Video unsere beiden Experten Chris und Yannick. Außerdem, wie sieht es eigentlich mit dem Bundeslandwechsel während des REFs aus? Spoiler Alert! Gut, dann gehen wir noch mal kurz auf ein paar Bundeslandspezifika ein. Einmal der Fall Bundeslandwechsel nach dem Studium. Grundsätzlich ist es auf jeden Fall möglich, seinen Vorbereitungsdienst in einem anderen Bundesland zu absolvieren als das Bundesland, in dem man studiert hat. Aber die eigene Fächerkombination muss auch in dem gewünschten Bundesland eine zulässige Kombination sein. Das heißt, es gibt einige Bundesländer, da hat man eine mögliche Kombination zum Beispiel von, keine Ahnung, Geschichte und Philosophie. Es gibt andere Bundesländer, da wäre das keine zulässige Kombination, weil man mindestens ein sogenanntes Kernfach oder sowas haben muss. Das heißt, es muss in beiden Bundesländern, beziehungsweise dann in dem gewünschten Bundesland, eine zulässige Kombination sein. Und der Abschluss muss im gewünschten Bundesland als gleichwertig anerkannt werden. Je nach Bundesland kann der Ablauf sehr unterschiedlich sein. Am besten, ihr nehmt einmal Kontakt zum zuständigen Kultusministerium in dem Bundesland auf, in das ihr gerne ziehen möchtet. Den Link haben wir hier in der Präsentation einmal untergebracht, damit ihr da euch schnell informieren könnt und schnell zum Ziel gelangt. Für diejenigen, die in Nordrhein-Westfalen ihren Vorbereitungsdienst absolvieren müssen, sei gesagt, ihr habt leider keinen Landeskinderbonus. Das heißt, auch die Bewerberinnen aus anderen Bundesländern haben die gleiche Chance auf eine Einstellung in den Vorbereitungsdienst wie alle, die hier in Nordrhein-Westfalen das Studium absolviert haben. Dann die Bewerberinnen, die ihre erste Staatsprüfung oder ihre Masterprüfung nicht in Nordrhein-Westfalen abgelegt haben, müssen ihr Zeugnis hinsichtlich der als gleichwertig anerkennen lassen. Das passiert an den oder da gibt es dann die Ansprechpartner an den Bezirksregierungen. Da könnt ihr euch einfach telefonisch im Bewerbungsprozess an die Bezirksregierung wenden. Und dann kriegt ihr alle Informationen, wie das Ganze ablaufen werdet. Eine beglaubigte Kopie des Anerkennungsbescheids und eine beglaubigte Kopie der anerkannten Prüfung sollte umgehend, spätestens jedoch zum letztmöglichen Nachreichtermin bei der für die Bewerbung zuständigen Bezirksregierung eingereicht werden. Genau. So, dann können wir noch mal kurz auf die Frage eingehen oder uns noch mal kurz die Gedanken überlaufen, wie ist das denn in anderen Bundesländern mit dem Vorbereitungsdienst? Exemplarisch habe ich hier mal ein paar Eckdaten mitgebracht aus dem schönen Bundesland Bayern. Da kann man natürlich so ein paar Unterschiede hervorheben. Das Referendariat dauert da nicht 18, sondern 24 Monate. Man hat einen Wechsel, das heißt, man ist sogar an unterschiedlichen Ausbildungsstandorten. Auch die Prüfung läuft sehr anders. Man muss eine schriftliche Hausarbeit anfertigen, das gibt es in Nordrhein-Westfalen nicht mehr. Man hat insgesamt 1, 2, 3, 4 Prüfungen sogar, die zeitlich insgesamt 90 Minuten umfassen. In Nordrhein-Westfalen haben wir 45 Minuten oder 60? 45. 45. Ne? Auf Antrag auch 60, das kommt auf das auf die Schulform an. Genau, je nachdem. Und man hat sogar 3 Lehrproben und muss den zugehörigen Entwurf schreiben. Das heißt, man sieht schon, es gibt sehr große Unterschiede je nach Bundesland. Das heißt natürlich, dass die Frage, ob es möglich ist, das Bundesland zu wechseln während des Vorbereitungsdienstes eigentlich schon intuitiv beantwortet werden kann. Nach derzeitiger Sachlage ist es eigentlich schwierig bis unmöglich. Ja, das heißt, sollte es aus welchen Gründen auch immer notwendig sein, während des Vorbereitungsdienstes das Bundesland zu wechseln, ist eigentlich der einzig mögliche Weg, das zu tun, dass man seinen Vorbereitungsdienst abbricht und sich neu im anderen Bundesland bewirbt. Da hat man in aller Regel allerdings das Problem, dass die bisher erworbenen Prüfungsleistungen im neuen Bundesland nicht anerkannt werden. Das heißt, man fängt einfach nochmal neu bei Null an in dem neuen Bundesland. Das heißt,
sollte es sich irgendwie verhindern lassen, dass man sein Bundesland wechseln muss, während des Vorbereitungsdienstes würde ich auf jeden Fall davon Abstand nehmen, weil es doch mit sehr viel mehr Aufwand einfach verbunden ist. Hi, Leo nochmal hier. Schön, dass wir uns am Ende des Videos nochmal wiedersehen. Vielleicht kann ich dich ja davon überzeugen, mal unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Auf dem findest du nämlich zusätzlich noch eine Menge interessanter und spannender Videos rund um die Themen Absicherung und Vorsorge als Lehrkraft. Und zwar für den gesamten Karriereweg. Von der REF-Bewerbung bis zur Verbeamtung auf Lebenszeit. Und falls du noch jemanden kennst, der jemanden kennt, sharing is caring.